Sind wir auch wieder. Weiter auf der Suche nach unseren Rucksäcken und auf einen Rachefeldzug für unsere gestorbenen Vorgänger. So, ist das ein bisschen Nebel? Okay. Das ist, glaube ich, auch neu. Hatte ich zumindest noch nicht so wahrgenommen vorher. Die Patrouille schon. Das ist eine Spinne. Doof, dass diese Waffen jetzt hier keine Taschenlampe haben. So, Aloe Vera nehme ich nochmal mit. Wir müssen uns auch auf jeden Fall Medikits machen. Nach. So. Na? Wo bist du? Bisschen was von einem Werwolf, ne? Habe ich keine Munition mehr dafür? Leider nicht. Wo sind die gegnerischen Soldaten? Da ist mein Rucksack. Ich hatte doch den Soldaten auch erschossen. Die Taschenlampe mehr nicht. Das ist der Werwolf. Da ist mein Rucksack. Und alles schon mit. Das ist oder nein. Ich glaube, sie sind weg. Das ist mein Rucksack nach wie vor, ja. Ich glaube, er ist weg. Ja, ist ja gut. So, da ist nochmal der Werwolf. Sieht aus wie so eine Art Fledermaus. Warnung. Achso. Ja, das war mal eine. Basis auch alleine. Ich hole mir jetzt erstmal hier die Ressourcen. Hoffe ich zumindest. Irgendwie. Habe ich noch so das Gefühl, dass hier noch mehr sind.
Liegt irgendwas? Transporter wieder hier unterwegs. Oh nein, 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 weg hier, weg hier, weg hier. So wird das kein. Okay. Also da kommen immer wieder Drohnen hin. Und sobald er die Drohne sieht, schicken die einen Truppentransporter. Und zwar scheinbar von der Basis da vorne. Unsere Energie schon wieder so weit unten. Oh, jetzt. Dann jagt mich, ne? Schon weg. Dafür auch keine Kugeln mehr. Also auf kurz oder lang müssen wir die Basis da hinten, glaube ich, zerstören. Aber nicht mit der schlechten Ausrüstung, die wir haben. Dann habe ich unsere Ressourcen falsch verbaut. Ich hoffe nicht. Also wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal noch gleich ein bisschen Munition. Vielleicht finden wir noch gleich von der Drohne, die zu unserer Basis geflogen ist, ein bisschen was. So ein Pflanzenviech. So, nehmen wir alles mit. Ich hoffe, da sind nicht noch mehr jetzt hier. Oh. Also es sieht so aus, als wären es jetzt mehr Drohnen gewesen. Da ich da jetzt zwei Sachen brennen sehe. Oder? Ein Dinger.
aus, oder? Weil wir weniger Kugeln eine geringere Feuerrate haben. Aber dann plündern wir gleich mal die zwei Drohnen. Man könnte es auch als ja, sichere Materialquelle sehen. Wie man will, ne? Natürlich die Wellen immer schwerer werden. Nein, kann unser eines Geschütz auch nicht mehr aus. Wir sollten uns, glaube ich, mal in die andere Richtung am nächsten Tag bewegen. Das will ich eher mit haben. Jetzt drehe ich mich hier schon fast selbst um. Fast wieder bei unserer Basis. Und der Lichteffekt, das sieht auch schon schick aus, wenn das so leuchtet. Da ich mal gucken, ob irgendwas kaputt gegangen ist. Ich glaube, das den Geschütz da oben hinzumachen, war gar nicht so dumm. Und bisher sieht auch noch alles recht heil aus. Das noch. Gut, dann. Was braucht das nochmal? Munition 6,8. Nochmal zwei davon. Die Drohnen haben auf jeden Fall nur die Pistolenmunition. Was für uns ja durchaus vorteilhaft sein kann. So, Kabel haben wir auch. So. Ja, ich habe nicht mehr genug Platz. Dann lassen wir das mal. Das auch noch. Dass sich das nicht von selbst so ein bisschen stackt. Den Kram da noch rein. Munition. Haben wir auch erstmal eben wieder ein bisschen was. Ich auch schon ein bisschen Wasser gehabt.
Da brauche ich zwei von. Das kriegt man, glaube ich, von den großen Pflanzen. Ne? Aber hierfür brauche ich drei Aloe Vera. Habe ich drei Aloe Vera? Habe ich. Nehme ich mit. Komm. Das kommt wieder zurück. Das gönne ich mir jetzt. Und ich brauche, glaube ich, auf jeden Fall eine Medikation. Medikamentenstation. Dass ich mich dauerhaft heilen kann. So, deswegen gucken wir mal was. Ersthilfestation. Ich hätte mir das Medikit auf Fahrer sparen können. So, in welche Richtung wollen wir und in welche Richtung wollen wir nicht? Wir wollen in diese Richtung. 80 Schuss bei 25 im Magazin ist nicht gerade viel, ne? Wollen wir in die Richtung. Waren wir so verschwenderisch mit unseren Kugeln? Ach, das war nur das Auge. Ich dachte, das wäre wieder so eine Kinderpflanze gewesen. Laufen da jetzt mal hin. Das ist noch so ein Glibber-Gedöns. So. Unsere Basis verteidigt sich ja von selbst. Von daher ist es den Drohnenangriffen gewachsen. Am Ende einer Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hinterlasst mal einen Kommentar oder schreibt auch, was euch nicht gefallen hat. Eventuell abonniert ihr mich. Je nachdem. Das überlasse ich euch. So, hier kriegt man durch diese Früchte raus, ne? Ja. Das ist ja auch nicht ganz so schlimm. Schon wieder. So, Jetpack an. So, das haben wir ja schon ordentlich was von. Das, was wir brauchen, ist Eisen. Deswegen gucken wir jetzt mal hier hinten weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.